herzlich willkommen zur 18. Folge der Theosophie des Rosenkreuzers. Ich grüße alle Mitlesenden, alle Zuhörer und Zuschauer. Wir befinden uns auf Seite 58, ganz unten dann, damit ist zugleich die Frage. Aber zuerst einmal den Wochenspruch. Wer möchte gerne lesen? Julia, wir haben, glaube ich, den 15. Mhm. 15. Wochenspruch, ja. Ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes weben. Es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein Eigenwesen, zu schenken mir die Kraft, die ohnmächtig sich selbst zu geben, mein Ich in seinen Schranken ist. Ich höre nicht allzu gut. Kannst du einen Tuck lauter machen, Julia, vielleicht nochmal wiederholen? Ja, näher ran. Ja. Ich fühle wie verzaubert im Weltenschein des Geistes weben. Es hat in Sinnesdumpfheit gehüllt mein Eigenwesen, zu schenken mir die Kraft, die ohnmächtig sich selbst zu geben, mein Ich in seinen Schranken ist. Danke. Vielen Dank, Julia. Ich glaube, Elke, du hast die Zusammenfassung gemacht vom letzten Mal. Genau. Ja, also die Zusammenfassung bezieht sich auf den Text von, also ich habe jetzt das Buch vor mir, Seite 63 oben und Seite 65 unten. Es ging darum, die Stoffe des physischen Körpers, dass sich die kontinuierlich erneuern, sodass nach etwa 7 Jahren jedes Teilchen ausgetauscht ist. Während die Materie wechselt, bleibt aber die Form des Körpers konstant. Zwischen Geburt und Tod wird die Materie immer wieder neu gebildet. Und das, was sich während des Lebens geistig weiterentwickelt, bleibt über den Tod hinaus bestehen und bildet die Grundlage für einen neuen Organismus. In Bezug auf die Wiedergeburt gibt es einen Unterschied zwischen gewöhnlichen Menschen und Eingeweihten. Während der gewöhnliche Mensch unbewusst seinen neuen physischen Körper hat, tut das der Eingeweihte bewusst zwischen Tod und neuer Geburt. Für Eingeweihte ist die Geburt ein radikaler Austausch der Stoffe, was zu einer großen Ähnlichkeit ihrer Gestalt über mehrere Inkarnationen hinweg führt. Je höher ein Mensch sich entwickelt, desto ähnlicher sind seine aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Einige hochentwickelte Meister behalten ihren physischen Körper über Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende hinweg, während bestimmte Meister, die besondere Missionen haben, überhaupt nicht sterben und ihren physischen Leib kontinuierlich erhalten. Dann stellt Rudolf Steiner 2 Fragen. Erstens, was die Dauer des Aufenthalts in anderen Welten betrifft. Und zweitens, das Geschlecht in aufeinanderfolgenden Inkarnationen. Laut okkulter Forschung kehrt ein Mensch durchschnittlich alle 1000 bis 1300 Jahre zurück. Dies ermöglicht es ihm, eine veränderte Erde, neue Erfahrungen zu erleben. Die Veränderungen auf der Erde stehen in engem Zusammenhang mit Sternkonstellationen. Beispielsweise ging die Sonne vor 800 Jahren vor Christus im Sternbild des Widders auf und es dauert etwa 2160 Jahre, bis sie ein Sternbild durchläuft. Das Durchlaufen aller 12 Tierkreiszeichen wird im Okkultismus als Weltenjahr bezeichnet. Die alten Völker haben das Durchlaufen der Sonne durch den Tierkreis tief empfunden. Sie erlebten die jährliche Erneuerung der Natur im Frühling als eine göttliche Kraft, die mit dem Sternbild verbunden war, aus dem die Sonne schien.
Vor etwa 2000 Jahren erschien ihnen das Lamm als Wohltäter der Menschheit, was auch in Lammsagen dieser Zeit zum Ausdruck kommt. Göttliche Symbole und Begriffe wie das Lamm und der Christus Jesus, der anfangs als Lamm unter dem Kreuz dargestellt wurde, spiegeln diese Vorstellungen wider. Auch die Jasonsage vom goldenen Vlies hat ihren Ursprung in diesen astrologischen und mythologischen Verbindungen. Vor 800 vor Christus ging die Sonne durch das Sternbild des Stiers, was in Ägypten zur Verehrung des Apis-Stiers und in Persien des Mithras-Stiers führte. Noch früher durchlief die Sonne das Sternbild der Zwillinge, was in indischen und germanischen Mythen wiedergespiegelt wird. In der Zeit des Krebses fand eine alte Kultur ihren Untergang und eine neue begann. Symbolisiert wird das durch den Wirbel, der auch im Krebssymbol dargestellt ist. Und gemeint ist damit der Untergang der Atlantis. Die alten Völker waren sich der himmlischen Bewegungen und ihrer Parallelen zu Veränderungen auf der Erde bewusst. Wenn die Sonne ein Sternbild durchläuft, verändert sich die Erde so, dass sie neue Erfahrungen für die Menschen bietet. Die Zeit zwischen den Wiederverkörperungen eines Menschen hängt vom Fortschreiten des Frühlingspunktes ab und beträgt ungefähr die Zeit, die die Sonne benötigt, um ein Tierkreiszeichen zu durchlaufen. In dieser Zeitspanne, wie schon gesagt, etwa 1000 bis 1300 Jahre, inkarniert sich ein Mensch, einmal männlich und einmal weiblich, da die Erfahrungen in den beiden Geschlechtern für das geistige Leben grundlegend verschieden sind. Und mit diesem Thema setzen wir dann auch fort. Vielen Dank, Elke. Danke, Elke. Danke, Elke. Sehr gut, danke. Gerne. Dann würde ich doch gleich Froswartig bitten, weiterzulesen, weil damit ist zugleich die Frage. Ja, ich zupfe nur die richtige Stelle. Recht. Kannst du mir sagen, welche Seite du da hast? 58, ganz unten. Die letzte Zeile unten. Ja, da habe ich das. Damit ist zugleich die Frage nach dem Geschlecht, damit ist zugleich die Frage nach dem Geschlecht beantwortet. Es ist in der Regel abwechselnd. Diese Regel wird oft durchbrochen, sodass man manchmal 3 bis 5, aber nie mehr als 7 gleichgeschlechtliche Inkarnationen aufeinander folgen. Es widerspricht allen okkulten Erfahrungen, wenn gesagt wird, dass 7 aufeinanderfolgende gleichgeschlechtliche Inkarnationen die Regel sei. Bevor wir nun das Karma des einzelnen Menschen studieren, müssen wir eine Grundtatsache berücksichtigen. Es gibt ein gemeinschaftliches Karma, ein solches, das nicht durch den einzelnen Menschen bestimmt wird, obgleich es sich ausgleicht im Laufe seiner Inkarnationen. Ein konkretes Beispiel soll hier folgen. Als im Mittelalter die Hunnen von Asien her sich in die europäischen Länder ergossen und beunruhigende Kriege verursachten, hatte das auch eine geistige Bedeutung. Die Hunnen sind die letzten Überbleibsel alter atlantischer Völker. Sie stehen in tiefer Dekadenz, die sich in einem gewissen Verwesungsprozess ihres Astral- und Ätherleibes äußert. Diese Verwesungsstoffe fanden einen guten Mutterboden in der Frucht und dem Schrecken, den sie bei allen Völkern verursachten. Furcht. Also nochmal den Satz. Diese Verwesungsstoffe fanden einen guten Mutterboden in der Furcht und dem Schrecken, den sie bei allen Völkern verursachten. Dadurch impften diese ihren Astralleibern solche verwesenden Stoffe ein und das übertrug sich nun bei einer späteren Generation auf den physischen Leib. Die Haut saugte das aufgenommene Astralische ein
Und die Folge davon war eine Krankheit des Mittelalters, der Aussatz. Der physische Arzt würde selbstverständlich physische Ursachen für diesen Aussatz ins Feld führen. Ich will nicht bekämpfen, was der Arzt sagt, aber es liegt bei ihm folgende logische Schlussfolgerung vor. Es verletzt jemand bei einer Rauferei einen anderen mit einem Messer. Er hatte ein altes Rachegefühl gegen ihn. Nun sagt der eine, die Verletzung entstand aus dem Rachegefühl. Der andere sagt, das Messer war die Ursache. Beide haben recht. Das Messer war die letzte physische Ursache, aber dahinter liegt die geistige. Wer nach geistigen Ursachen sucht, wird immer die physischen gelten lassen. Wir sehen hier, wie geschichtliche Ereignisse bedeutsam wirken auf ganze Generationen hin, und wir lernen, wie wir verbessernd eingreifen können auf lange Zeiten bis tief in die Gesundheitsverhältnisse hinein. Christel, bitte. Danke, François. Damit ist zugleich die Frage nach dem Geschlecht beantwortet. Es ist in der Regel abwechselnd. Diese Regel wird oft durchbrochen, sodass manchmal 3 bis 5, aber nie mehr als 7 gleichgeschlechtliche Inkarnationen aufeinander folgen. Es widerspricht allen okkulten Erfahrungen, wenn gesagt wird, dass 7 aufeinanderfolgende gleichgeschlechtliche Inkarnationen die Regel sei. Bevor wir nun das Karma des einzelnen Menschen studieren, müssen wir eine Grundtatsache berücksichtigen. Es gibt ein gemeinschaftliches Karma, ein solches, das nicht durch den einzelnen Menschen bestimmt wird, obgleich es sich ausgleicht im Laufe seiner Inkarnationen. Ein konkretes Beispiel soll hier folgen. Als im Mittelalter die Hunnen von Asien her sich in die europäischen Länder ergossen und beunruhigende Kriege verursachten, hatte das auch eine geistige Bedeutung. Die Hunnen sind die letzten Überbleibsel alter atlantischer Völker. Sie stehen in tiefer Dekadenz, die sich in einem gewissen Verwesungsprozess ihres Astral- und Ätherleibs äußert. Diese Verwesungsstoffe fanden einen guten Mutterboden in der Furcht und dem Schrecken, den sie bei allen Völkern verursachten. Dadurch impften diese ihren Astralleibern solche verwesenden Stoffe ein, und das übertrug sich nun bei einer späteren Generation auf den physischen Leib. Die Haut saugte das aufgenommene Astralische ein, und die Folge davon war eine Krankheit des Mittelalters, der Aussatz. Der physische Arzt würde selbstverständlich physische Ursachen für diesen Aussatz ins Felde führen. Ich will nicht bekämpfen, was der Arzt sagt, aber es hegt bei ihm folgende logische Schlussfolgerung. Aber es liegt bei ihm folgende logische Schlussfolgerung vor. Es verletzt jemand bei einer Rauferei einen anderen mit einem Messer. Er hatte ein altes Rachegefühl gegen ihn. Nun sagt der eine, die Verletzung entstand aus dem Rachegefühl. Der andere sagt, das Messer war die Ursache. Beide haben recht, das Messer war die letzte physische Ursache, aber dahinter liegt die geistige. Wer nach geistigen Ursachen sucht, wird immer die physischen gelten lassen. Wir sehen hier, wie geschichtliche Ereignisse bedeutsam wirken auf ganze Generationen hin. Und wir lernen, wie wir verbessernd eingreifen können auf lange Zeiten bis tief in die Gesundheitsverhältnisse hinein. Ich gebe weiter an die Elke, bitte. Danke, Christel. In den letzten Jahrhunderten entwickelte sich bei unserer europäischen Bevölkerung durch die technischen Fortschritte ein Industrieproletariat,
und mit demselben hat sich eine Unsumme von Klassen- und Standeshass gebildet. Die sitzen im Astralleib des Menschen und wirken sich physisch aus als Lungentuberkulose. Diese Erkenntnis ist ein Ergebnis okkulter Forschung. Den Einzelnen unter solchem Gesamtkarma Stehenden können wir oftmals nicht helfen. Wir müssen oft mit schwerer Seele sehen, wie der Einzelne leidet. Wir können ihn nicht gesund oder froh machen, weil er im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Karma steht. Nur indem wir das Gesamtkarma verbessern, kann auch dem Einzelnen geholfen werden. Nicht das einzelne egoistische Selbst sollen wir hochbringen wollen, sondern so wirken, dass wir der gesamten Menschheit zum Heile dienen. Ein anderes Beispiel, das unmittelbar in die Zeitverhältnisse eingreift, ist folgendes. Okkulte Beobachtungen haben ergeben, dass unter den astralen Wesen, die in dem japanisch-russischen Kriege an den einzelnen Schlachten teilnahmen, verstorbene Russen sich befanden, die gegen ihr eigenes Volk wirkten. Das kommt daher, dass in den letzten Zeiten der russischen Volksentwicklung viele edle Idealisten durch Kerker und Schafott zugrunde gingen. Es waren Menschen von hohen Idealen, doch nicht so weit entwickelt, dass sie verzeihen konnten. Sie gingen in den Tod mit einem starken Rachegefühl gegen diejenigen, die ihren Tod verursacht hatten. Das musste sich ausleben in ihrer Kamaloka-Zeit, denn dort allein leben sich solche Rachegefühle aus. Nach ihrem Tode erfüllten sie vom Astralplan aus die Seelen der kämpfenden Japaner mit Hass- und Rachegefühlen gegen das Volk, dem sie selbst angehört hatten. Wären sie schon im Devachan gewesen, dann würden sie gesagt haben, ich verzeihe meinen Feinden. Denn im Devachan würden sie in den ihnen von außen entgegentretenden Hass- und Rachewolken erkannt haben, wie furchtbar und wie ihrer unwürdig solche Gefühle sind. So zeigt uns die okkulte Forschung, wie ganze Völker unter dem Einflusse ihrer Vorfahren stehen. Ich gebe weiter zur Wiederholung an Thomas. Du, Elke, würdest du vielleicht, das sind jetzt bloß nur ein paar Zeilen, dann wäre sowieso Schluss. Ah ja, genau. Mhm. Ich denke, das wäre es. Die idealen Bestrebungen der Neuzeit können nicht ihre Ideale erreichen, weil sie nur mit physischen Mitteln auf dem physischen Plane wirken wollen. So zum Beispiel die Friedensgesellschaft, die den Frieden nur mit physischen Mitteln herbeiführen will. Erst wenn wir lernen, auch auf dem astralischen Plan hineinzuwirken, erst dann können wir erkennen, welche Mittel die richtigen sind. Erst dann können wir so wirken, dass der Mensch, wenn er von Neuem hineingeboren wird in die Welt, er sie so vorfindet, dass er gedeihlich in ihr arbeiten kann. Zur Wiederholung, Thomas, bitte. In den letzten Jahrhunderten entwickelte sich bei unserer europäischen Bevölkerung durch die technischen Fortschritte ein Industrieproletariat. Und mit demselben hat sich eine Unsumme von Klassen- und Standeshass gebildet. Die sitzen im Astralleib des Menschen und wirken sich physisch aus als Lungentuberkulose. Diese Erkenntnis ist ein Ergebnis okkulter Forschung. Den Einzelnen unter solchen Gesamtkammerstehenden können wir oftmals nicht helfen. Wir müssen oft mit schwerer Seele sehen, wie der Einzelne leidet. Wir können ihn nicht gesund oder froh machen, weil er im Zusammenhang mit dem gemeinschaftlichen Karma steht. Nur indem wir das Gesamtkarma verbessern, kann auch dem Einzelnen geholfen werden. Nicht das einzelne egoistische Selbst sollen wir hochbringen wollen, sondern so wirken, dass wir der gesamten Menschheit zum Heile dienen. Ein anderes Beispiel, das unmittelbar in die Zeitverhältnisse eingreift, ist folgendes. Okkulte Beobachtungen haben ergeben, dass unter den astralen Wesen, die in dem japanisch-russischen Kriege an den einzelnen Schlachten teilnahmen, verstorbene Russen sich befanden, die gegen ihr eigenes Volk wirkten. Das kommt daher, dass in den letzten Zeiten der russischen Volksentwicklung viele edle Idealisten durch Kerker und Schafott zugrunde gingen. Es waren Menschen von hohen Idealen,
noch nicht so weit entwickelt, dass sie verzeihen konnten. Sie gingen in den Tod mit einem starken Rachegefühl gegen diejenigen, die ihren Tod verursacht hatten. Das musste sich ausleben in ihrer Kamaloka-Zeit. Denn dort alleine leben sich solche Rachegefühle aus. Nach ihrem Tode erfüllten sie vom Astralplan aus die Seelen der kämpfenden Japaner mit Hass und Rachegefühlen gegen das Volk, dem sie selbst angehört hatten. Wären sie schon im Devachan gewesen, dann würden sie gesagt haben, ich verzeihe meinen Feinden. Denn im Devachan würden sie in den ihnen von außen entgegentretenden Hass- und Rachewolken erkannt haben, wie furchtbar und wie ihrer unwürdig solche Gefühle sind. So zeigt uns die okkulte Forschung, wie ganze Völker unter dem Einflusse ihrer Vorfahren stehen. Die idealen Bestrebungen der Neuzeit können nicht ihre Ideale erreichen, weil sie nur mit physischen Mitteln auf dem physischen Plane wirken wollen. So zum Beispiel die Friedensgesellschaft, die den Frieden nur mit physischen Mitteln herbeiführen will. Erst wenn wir lernen, auch auf dem astralen Plan hineinzuwirken, erst dann können wir erkennen, welche Mittel die richtigen sind. Erst dann können wir so wirken, dass der Mensch, wenn er von Neuem hineingeboren wird in die Welt, er sich so vorfindet, dass er gedeihlich in ihr arbeiten kann. Ich gebe dann weiter an die Julia. Wir haben vorhin... Sollen wir mal innehalten vielleicht? Ja. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt einen neuen Vortrag anfangen, nachdem wir jetzt dann Pause haben. Na ja, wir haben ja noch eine halbe Stunde, oder? Ja. Also mit einem neuen Vortrag anzufangen, kann ich mir auch vorstellen. Aber erstmal vielleicht dasjenige, was wir gelesen haben, mal reflektieren, oder? Und Christine, vielleicht nochmal zur Erklärung. Wir wollen ja dann 4 Wochen Pause machen. Sage ich dann am Schluss nochmal, dass das auch nochmal kommuniziert wird. Genau, und falls die Pause so groß ist, dann können wir den 6. ja nochmal wiederholen oder so. Ja, ich glaube, das ist dann sinnvoll. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich trifft oder betrifft das Gesagte jetzt auch, weil das so den Horizont öffnet für, wenn man heute in die Welt schaut und sich sagt, ja, das sind Opfer, das sind Täter, und das öffnet den Horizont für ein größeres Panorama, finde ich. Und auch im Hinblick auf, ja, wenn es heißt, Friedensgespräche führen, ja, funktioniert das, wenn man sich vereinbart, darauf nicht mehr zu schießen, oder braucht es noch was anderes? Braucht es noch andere Ebenen, um Frieden zu bewirken? Ja, ich glaube, das ist so wichtig. Also was ich finde, dass wir langsam ins Erkennen kommen müssen, dass wir, ja, es spiegelt sich so, finde ich, also aus meiner Sicht, das, was die Kriegsgeneration miterlebt hat und was nie aufgearbeitet worden ist, und die Kinder, die dann daraus erwachsen sind, die alle ohne Liebe groß geworden sind, die dann das auch wieder an ihre Kinder weitergegeben haben, finde ich, ist ein recht narzisstisches Volk entstanden und auch eine Politik. Also das, wir leben eigentlich genau in dem System drin, was wir uns selber ja in gewisser Weise durch die Inkarnationen erarbeitet haben. Aber dadurch, dass wir es halt nicht erkennen, kommt dann noch keine Heilung rein. Also man ist immer so, und alle kümmern und klagen so, und das ist dann halt schwer, aber zu erkennen, dass man irgendwo unter einer gewissen Instanz steht, die sich immer über einen stellt und beherrscht, und darin mal das eigene Selbstwertgefühl vielleicht aufarbeiten könnte. Ich habe schon öfters gehört, dass der Narzissmus die eine von den psychischen Krankheiten ist, wo du keine Chance hast zu therapieren, auf egal welchen Ebenen. Was ja auch schon vielleicht ein Hinweis darauf ist, dass es vielleicht eine andere Ebene bräuchte.
Also mich hat der letzte Absatz besonders berührt, wo Rudolf Steiner darauf hinweist, dass das alleinige Herbeiführen des Friedens mit physischen Mitteln nicht ausreicht. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Friedensverhandlungen, Friedenssehnsucht, Friedensdemonstrationen, ist alles gut und richtig, denke ich. Aber das, was fehlt, ist das Geistige dahinter, weitgehend, fällt mir auf. Und das ist einerseits die Arbeit, die spirituelle Arbeit an sich selbst, die Selbsterkenntnis, mich selber zu beobachten, all das Kriegerische in mir erst einmal zu finden und ehrlich zuzugeben. Und auf der anderen Seite, finde ich, hat gerade unsere Generation da eine Riesenchance, weil wir wirklich im Zeitalter der Bewusstseinsseele leben. Und wenn ich an die Generationen vor mir denke, da waren das überhaupt keine Themen. Also Selbstbetrachtung oder dieses Friedensschaffende auf der geistigen Ebene, das war, also soweit ich mich erinnern kann, soweit ich es kenne, überhaupt nicht vorhanden. Und das ist für mich heute ein Riesenunterschied. Und ich kenne auch immer mehr Leute, die diesen Standpunkt auch vertreten, die sagen, ich muss in mir selbst beginnen. Ohne das wird es kein Ende der kriegerischen Auseinandersetzungen geben. Und vielleicht war ja auch die Corona-Zeit, ne? Genau die Zeit, wo man das auch mal erkannte, dass, weil es Freunde gab und Familie, die auf einmal dann sich gegen einen stellten, wo man dann den Mut bekam, auch mal ja, sich bei sich selber schauen zu gehen, aber auch, dass man mal merkte, ich brauche eine neue Begegnung. Das Alte muss einfach jetzt auch mal sterben. Und wenn ich einem Neuen begegne, über die Herz- oder Bewusstseinsseele, wie du das sagst, Elke, dann entsteht was ganz Neues, Tiefes. Aber ja, das ist, wie du sagst, Julia, es ist schwer, sich da selber mal anzugucken, gerade wenn man diese narzisstischen Züge hat. Und ich glaube, in meiner Generation, glaube ich, mittlerweile sind es fast alle. Für mich ist der Ausdruck Narzisst etwas abstrakt. Ich weiß gar nicht, wie kam es jetzt dazu in dem Kontext? Das kam jetzt von mir, weil ich meine, es ist immer schwer, etwas zu benennen, aber ich glaube, wenn man so das mal beim Namen nennt, dann weiß man, dass ein Narzisst immer der Mensch ist, der das andere selbst nicht gelten lässt. Also es ist immer in einem einfachen Kontext gesprochen, ich bin besser als du und du bist nichts wert. Und es sind ja auch immer diese Ausdrücke, du sollst nicht oder du darfst nicht oder du bist. Also es ist ja immer dieses Du. Und das ist so, diese ganze Gesellschaft funktioniert halt. Man sucht, funktioniert, sondern man sucht nie das Thema bei sich. Also ich finde, das ist halt eine sehr, wir leben die, also ich glaube, das sind die Kriege, die vorangegangen sind, ist so meine Meinung. Man hat einfach keine Liebe mehr erfahren. Das ist die Objektivierung des Gegenübers, ne? Also ich alles und du nicht. Nix, genau. Die Politik ist genauso, es lügt, es wird gelogen, es ist gar keine Menschlichkeit mehr da. Also ich habe jetzt auch keine Definition für Narzissmus. Für mich ist Narzissmus ein übersteigerter Egoismus. Ein ganz extremer Egoismus. Und das wird immer stärker, immer ärger und ist vielleicht ganz gut so, weil die Menschen auf die Weise sich erkennen muss. Es wird noch eine Menge Unglück schaffen, dieser übersteigerte Egoismus. Und dann muss jeder hinschauen. Ja, also in der spirituellen Praxis machen wir ja das bereits. Genau. Gesamtgesellschaftlich ist das, ja, führt das zu erschreckenden Phänomenen. Aber ich finde es so spannend, dass der Steiner da, also mit diesen Kriegsbeispielen,
ja ganz, ganz tiefe Erklärungen gibt für tiefenpsychologische Sachen, wo selbst ein Tiefenpsychologe, der sich das anschaut und sagt, ja, da gibt es halt irgendeinen alten Groll oder da wird etwas vererbt, aber irgendwo bleibt der dann auch stehen, weil warum das so ist. Und wenn man das mit dem Steiner liest, kommt man auf eine ganz, ganz tiefe Erklärungsebene, die auch so Sachen erklärt, warum also diese absolute Irrationalität, warum auf einmal ein Hass aufbrechen kann und warum sich Völker auf einmal abschlachten, die vorher vielleicht 100 Jahre friedlich zusammengelebt haben. Und man kann sich das nie erklären, warum das eigentlich jetzt wirklich ausgebrochen ist, wie eine Krankheit. Und diese Sachen, da zum Beispiel mit den Russen und so weiter, die das anstacheln, also aus dem Astralen sozusagen, das erklärt irrsinnig viel, was man sich, wo man sonst komplett irgendwie stehen bleibt. Das ist total interessant. Ich möchte mal eine Anekdote nennen. Ich war eine Zeit lang immer Mittagessen in so einem Bistro in der Nachbarschaft von meinem Büro. Das ist schon was länger her. Und es war immer eine gute Atmosphäre und ich bin da gern hingegangen und mein Team da von den Angestellten auch, das war so ganz locker, preislich okay, immer eine gute Zeit. Und selbstgemachtes Essen von dem Bistroinhaber und seiner Frau und noch so einem Neffen oder so. Und eines Tages, die Suppe war wirklich sehr salzig, sehr, sehr salzig. Und ich habe gesagt, die Suppe ist heute sehr salzig. Und da war das, als hätte der Himmel sich geöffnet und es geblitzt und gedonnert. Das kann gar nicht sein. Sie sind der Einzige, der das behauptet. Ich habe schon 300 Suppen heute verkauft. Aber jedenfalls ist der Hass sowas von aus dem Nichts aufgebrochen. Und es fühlte sich auch so an, wie, oh, welche Ebene ist das? Sind wir jetzt im Mittelalter? Habe ich ihm schon mal den Kopf abgeschlagen oder er mir? Also jedenfalls war es ganz klar, das war so eine Aufladung, das hatte mit der Suppe nichts zu tun. Und es war auch das letzte Mal, dass ich mit ihm gesprochen hatte. Ich konnte auch nichts machen, weil da war auch so eine dicke und unangenehme Luft. Also ich war nicht eine Frage meines Stolzes, dass ich sage, ich gehe da nicht wieder hin, aber ich merkte, dass es gibt so ein türkisches Sprichwort, das Tischtuch ist zerschnitten, also wenn gar nichts mehr geht. Und das war passiert. Und das lag in der Luft. Das konnte ich auch nicht übergehen. Ich konnte nicht sagen, ach ja, das war gestern, komm, vertragen wir uns heute wieder, sondern da spiegelte sich was hinein, was mein Gefühl aus ganz anderen Bereichen kam und wo wir weder er noch ich klar einblicken können, warum das jetzt so ist. Ja, das passiert, wenn man seine starre Rolle, die man zugewiesen bekommen hat, verlässt, dann öffnet sich so dieser Raum für das, was wirklich ist oft. Das ist total interessant. Das ist so ein bisschen wie Vergangenheit und Zukunft und das Jetzt. Dieses Rolle verlassen und in eine andere Begegnung gehen. Und da öffnet sich dann plötzlich was, von dem man eigentlich sonst nie was mitkriegt. Und darum habe ich auch so den Eindruck, wir haben alle irgendwie so, wir funktionieren in dieser Rolle, weil weichst du da ein bisschen ab, kriegst du den Blick in Welten, die für uns einfach noch überhaupt nicht greifbar sind und damit auch nicht handhabbar. Also du hast es jetzt auch gut beschrieben. Aber es muss noch etwas dahinter sein, also was Persönliches, wenn das jemand anderer vielleicht gesagt hätte, ja, vielleicht am Nachbartisch hätte er ganz normal reagiert und gesagt, aha, ja, ist das versalzen, lass es mich mal kosten, ah ja, ja, kriegen Sie eine neue Suppe. Und bei ihm ist es so extrem ausgezuckt. Also ich habe das bei mir auch, also ich habe ein extremes Problem mit Autoritätspersonen, beziehungsweise mit Polizisten und alle, die so eine Uniform tragen, da kann ich wegen Kleinigkeiten extrem aggressiv werden. Und wenn jemand anderer sagen würde, schau mal, du parkst da 10 Zentimeter über den, wär's nicht gescheiter, du fährst ein bisschen vor. Ich sag, ah ja, ja, genau, danke. Und wenn das von einem Polizisten kommt, geht sofort auf Angriff und sagt sofort, ja, das stimmt ja nicht, das ist da auf der Linie und das soll er mal beweisen und so weiter. Ja.
Und das geht aber in einer Zehntelsekunde, geht das hoch. Da kommt ein unheimlicher Hass hoch in mir. Ich war vorher vollkommen friedlich. Ja. Ich habe vielleicht einen wunderschönen Tag gehabt in der Sonne, am Wasser. Und auf einmal ist dieser Hass da. Und der ist dann wieder weg, wenn das die Situation vorbei ist. Und da muss irgendwas ganz Tiefes hervorbrechen manchmal bei so Sachen. Naja, sonst ist das nicht erklärbar. Das ist ja in der Psychologie bekannt, dass das Phänomen der Übertragung und der Projektion. Und wenn der Kellner auf den François so reagiert, dann nämlich auf diese Weise so aggressiv, dann ist das erstens unprofessionell, weil so sollte ein Kellner nicht reagieren, wenn es dem Gast nicht schmeckt. Und zweitens verwechselt er da den François mit irgendjemandem von früher aus der Kindheit, einen strengen Papa oder was weiß ich, was ihm widerfahren ist, dass halt dann der Gast umgehängt kriegt. Und ich denke, sowas kann man auch an sich bearbeiten, eben zum Beispiel durch die dritte Nebenübung, die Gefühlskontrolle, dass man sich da wirklich gut beobachtet und schaut, woher kommen meine Gefühle. Wer löst sie wirklich aus im Hintergrund? Die Person, die ich jetzt vor mir habe, die triggert, die löst das aus. Aber wer steht eigentlich dahinter? Wer hat die ursprüngliche Verletzung? Die muss ich in mir finden und dann kann ich das auch heilen. Aber wenn es zu so ganz heftigen Sachen kommt bei einer Person, also bei mir ist das was Kollektiviertes, aber wenn es bei einer Person ist, dann kann das, glaube ich, auch damit zusammenhängen, dass die vielleicht karmisch zusammenhängen. Dass das nicht nur eine Projektion ist oder dass das nicht nur eine Übertragung ist, sondern dass die wirklich, diese zwei Personen, schon große Probleme miteinander hatten. Also das, oder was im Feld ist. Das, ne, kann auch so sein. Und weil das, was du jetzt beschreibst, Elke, ist halt tendenziell das, was der Rudolf Steiner jetzt mit dem Messer darstellt. Ne? Also das kommt vom Vater. Das ist so dieser direkte, das was sie sehen, das, was sie mitkriegen. Aber diese andere Ebene, das ist halt die geistige oder das Kollektive. Was ist das konkret, das Kollektive? Ja? Ich tue immer gern die Ebenen betrachten, die ich auch handeln kann, die für mich sichtbar sind, an denen ich auch wirklich arbeiten kann. Ja? Und das ist das, was in mir selber geschieht. Das ist das einzig Konkrete, während alles andere karmische Zusammenhänge, es kann alles sein, ja, aber ich kann da letzten Endes nicht viel damit anfangen, ich kann nicht arbeiten damit. Es geht halt jetzt auch um die geistigen Ursachen, ne, in dem Abschnitt, so wie ich es verstanden habe. Ja, es ist nur die Frage, wie komme ich dorthin, das zu erkennen? Und da muss ich erst einmal in mich schauen und erst einmal den ganzen Mist in mir selber wegräumen. Dann kann ich ins Geistige kommen. Vorher nicht. Also es gibt sicherlich verschiedene Ursachen, auch für das, was ich erlebt hatte. Ich weiß nicht, ob ich es eben gut ausgedrückt hatte. Ich meinte, und ich wollte rüberbringen, dass ich das Gefühl hatte, es war sofort, der Raum war erfüllt von der Aussage, das ist nicht von hier. Das war mein Gefühl. Das kann ich ja nicht beweisen. Ich hatte das Gefühl, da klingelt, da ist eine Resonanz. Und das kam mir vor wie in einem Mittelalter. Also das wäre, das meinte ich mit Andeutung, dass das wie eine, als wäre ich dem Kerl schon begegnet, als wäre ich dem schon mal auf die Füße getreten oder umgekehrt. Ist ja nur so ein Gefühl. Ne? Und ich glaube, man weiß es ja immer, man bekommt dann nicht sofort den Beipackzettel zu Alltagssituationen dazu, dass man nachlesen kann, wo das jetzt herkommt. Aber man kann ja, wir haben ja auch eben über Narzissmus gesprochen, man kann ja einfach mal anfangen, dass wenn einem was geschieht, was einem unbequem ist, mal für sich die Frage zu stellen, ja, wo kommt das denn her? Hat das mit meiner schlechten Laune heute zu tun? Hat das mit meiner Kindheit zu tun? Oder noch einen Schritt weiter, geht das vielleicht darüber hinaus? Also kommt das geistig? Wird das vielleicht woanders schon mal verursacht oder so? Gibt es da Zusammenhänge? Und wenn man sich da als Geistesforscher auf den Weg macht, einfach nur offen für das, was ich zeigen will, wenn man Raum dafür aufmacht, dann ist es ja ganz spannend für dich. Ich habe jetzt auch ein Beispiel, und zwar
Das ist jetzt ein paar Wochen her, da hat eine sehr mir nahestehende Person einen Satz zu mir gesagt, der mich so verletzt hat. Und es hat sich angefühlt, wie wenn ich wirklich einen Speer vorne reingekriegt hätte. Also das war voll da, dieses so rein. Und jetzt, ich kenne ja die Person schon Jahrzehnte, wie jetzt in dem Augenblick kommt sowas, wo ich eigentlich nicht gekannt habe. Kann das dann aus dem früheren Leben sein? Oder, also aus meiner damaligen Sicht, welches Wesen hat ihn jetzt veranlasst, so zu reagieren? Vielleicht könnte es auch noch eine Möglichkeit sein. Aber das war dermaßen, dass ich sage, da war so eine Wut und so ein, also das war sehr heftig zum Fühlen. Und dann, wo kommt es auf einmal her? Und es war dann auch wieder vorbei. Aber den Schmerz, den habe ich wirklich dann noch ein paar Tage lang gespürt gehabt. Wie wenn ich wirklich von was reinkriegt hätte. Ich mag das auch gerne jetzt noch kurz teilen mit euch. Tatsächlich durch den Lesekreis und das Lesen jetzt von den Vorträgen ist mir das, ich mache das nicht bewusst, aber es entsteht ein Bild, das sehr klar sich abzeichnet anhand der Dinge, die ich erlebt habe und die ich erlebe. In das, was das für Gründe hat, ich kann daraus, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen irre, tatsächlich einem meiner letzten Leben ziemlich gut ableiten. Und das ist nicht, weil ich mir das jetzt zusammenbastel, weil ich so eine lustige Geschichtenerzählerin bin, sondern weil das irgendwie eine tiefe Wahrheit in mir ist. Und das ist schon, ich habe Rückführungsgeschichten auch probiert mit so Menschen, die das können. Das funktioniert bei mir nicht. Uninteressant, war dann so, geht eh nichts, was für ein Schaß. Aber jetzt plötzlich mit einer Leichtigkeit multipliziere ich Faktoren aus meinem jetzigen Leben und es ergibt wirklich ein Bild eines anderen Lebens. Und warum ich auf manchen Ebenen so sehr beschenkt bin und so viele Dinge flutschen, wo ich nichts dafür tue, weil das habe ich schon erledigt. Und andere Dinge, die so heftig sind. Und das passt dann zu dem, was ich erledigt habe, weil da ist dann auch ein Mangel entstanden und ein Kampf. Und wow, und das ist, ich muss ehrlich sagen, die Vorträge da, die wir jetzt lesen, die machen bei mir was ganz tief auf. Und ich weiß nicht, ob es euch auch ab und zu so geht, dass ihr anhand eurer Erlebnisse so ein bisschen ein Bild davon kriegen könnt, von einem eurer oder eurem letzten Leben. Oder klingt das sehr verrückt? Also bei mir sind es die Träume, Julia. Ich träume so intensiv, dass ich manchmal morgens wach werde und noch gar nicht weiß, bin ich jetzt in der Wirklichkeit, also Realität hier, oder immer noch, also kann ich voll gut nachvollziehen, was du erzählst, weil es wirklich, also mit mir macht es auch was. Ich würde mich gerne im Kreis auch einfinden. Dieses Lesen und diese tiefe Auseinandersetzung, weil es ist ja nicht nur das Lesen, sondern auch der Austausch, die Gespräche, die wir haben, die ja auf einer ganz anderen Ebene dann weiterarbeiten. Und also ich sitze hier und habe Gänsehaut am ganzen Körper, das muss ich euch sagen. Ich habe vor 3 Tagen mich abends ins Bett gelegt und ich habe nichts anders gemacht als sonst. Und ich liege im Bett und es war so die Phase, wo ich dann fast weggekippt bin oder schon am Wegkippen war. Und auf einmal erscheint mir eine Gestalt. Ich bin so erschrocken.
Ich hatte auf einmal solche Angst, aber so physisch, das kann ich euch nur so beschreiben. Ich musste aufstehen, musste ins Badezimmer und mich übergeben. So hat mich das gepackt, so hat mich das unglaublich geworfen. Und gestern Abend war das, ich hatte schon Bammel, ins Bett zu gehen und die Augen zu schließen. Und ich bin gestern Abend also wieder ins Bett gegangen und es kam wieder, aber in abgeschwächter Form. Es war nicht mehr so heftig. Und heute früh war ich beim Yoga und ich lege mich hin zur Endentspannung und ich merkte, wie mein Astralkörper sich so gelockert hatte und so ein bisschen abgehoben hatte und diese Angst, ja fast Panik wiedergekommen ist. Und ich habe gesagt, nein, 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 im Geist habe ich gesagt, nein, 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 jetzt nicht, ich will das jetzt nicht, ja. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich habe schon ein bisschen Herzklopfen, wenn ich an heute Abend denke, ja. Ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Also mich hat das unglaublich emotionalisiert und erschüttert. Und ich weiß nicht, was ich jetzt damit anfangen soll, weil es ist ja so, es kommt ja nichts umsonst oder nur, damit es da ist, ja. Und ich bin also im Augenblick total verwirrt. Danke fürs Zuhören. Mir scheint es gerade als eine riesengroße Chance, die dir da geben wird, durch was durchzugehen. Okay. Geschenk, sag ich. Ich habe auch schon gelesen, selbst wenn ein Engel erscheint, dass der so eine große Gewalt hat, weil das heißt in der Bibel auch, fürchtet euch nicht. Also es ist schon eine gewaltige Erscheinung, sich das bewusst zu machen. Vielleicht magst du ein paar das Wesen ansprechen. Also ich hatte auch einmal sowas vor Jahren, vielleicht nicht in der Intensität, Christel, wie du es schilderst, aber auch in die Richtung. Und ich habe dann einfach die Frage gestellt, was willst du? Was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Und dann sind ganz, ganz viele Botschaften gekommen, die mich im Leben weitergebracht haben. Das ist das, was mir dazu einfällt. Danke. Also ich habe mich einfach nur so unendlich erschreckt. Ja, ich war auch gestern Abend, ich hab gedacht, wenn das jetzt länger gedauert hätte, ich weiß ja nicht, ich habe kein Zeitgefühl dann. Mir war aber wieder so übel, dass ich gedacht habe, ich muss wieder ins Badezimmer gehen, weil mich das so, einfach total geworfen hat. Ich sehe das ja auch als Geschenk und ich schimpfe mich dann immer und sage immer, warum bin ich so unfähig? Warum fällt mir da nicht ein, dass ich da Kontakt aufnehme? Oder ich war einfach so starr vor Angst und Schreck und ja, verstummt, mehr oder weniger. Also für mich hört sich das einfach so, wie du das erzählst, an, wie so eine Doppelgängererfahrung. Das könnte es ja auch sein. Das, von dem spricht ja der Wolfgang auch sehr oft. Oder Hüter der Schwelle. Und das sagt ja auch, wenn man dem Doppelgänger begegnet, ist das eine unheimlich aufwühlende und unheimlich erschreckende Begegnung. Und das hört sich total so an. Also du wirst lachen, Thomas, das war auch mein erster Gedanke. Da habe ich gedacht, war das jetzt mein Doppelgänger? War das jetzt der Hüter der Schwelle? Und was, warum jetzt? Und was will er mir sagen? Ja, was will er mir übermitteln? Oder wo soll ich aufpassen? Oder man fragt sich ja dann immer, also ich frage mich dann immer, wo ist da meine Aufgabe? Wo bin ich da gefordert? Was soll ich tun? Ich bin gerade noch mal als Veranstalter am Überlegen, was das bedeutet, wenn sowas jetzt kommt, wie du das schilderst, ja, wie wir damit umgehen können und so. Weil in erster Linie machen wir ja so, dass wir uns zusammenhocken und dann einfach was lesen. Ja, so. Wir haben ja jetzt keine Psychologen und Therapeuten im Hintergrund, die qualifiziert mit
mit so besonderen Erscheinungen, Erlebnissen umgehen können. Und ich frage mich auch, ja, was senden wir denn jetzt? Ne? Was sendest du jetzt? Und wie können wir damit umgehen, dass es auf der einen Seite Raum hat und dass wir auf der anderen Seite aber nicht jetzt anfangen, mit gut gemeinten Tipps und so was dazu zu sagen, was eventuell ein bisschen Gurke sein kann. So. Und ich belege jetzt gerade, weil wir wie live sind, wir sind zwar nicht live, aber wir werden ja den Film dann auch zeigen, wie können wir denn damit umgehen, weil sowas kann ja passieren. Das ist ja auch gesagt worden hier in dem Kreis, dass andere das schon gesagt haben, dass sowas passieren kann. Oder dass man Erfahrungen macht, wie auch immer die aussehen. Dass man überrascht ist, dass Wolfgang auch erzählt hat, er hat ja auch eine Begegnung mit etwas in sich, also etwas Geistigem, wo er sich total erschreckt hat. Und andere berichten ja auch davon. Aber wie können wir damit umgehen? Womöglich können wir gar nicht damit umgehen. Trotzdem scheint es mir ganz sinnvoll zu sein, dass du es ansprichst. Aber ich glaube, wir müssen auch versuchen, das jetzt so ganz schlicht im Raum stehen zu lassen. Und ich würde sagen, wenn das jetzt weiter eskaliert bei dir und wenn dann sollten wir im Hintergrund nochmal sprechen, überlegen, wer kennt sich damit sehr gut aus? Ja, also wie kann man da, wie kann man sich da als fachlichen Rat holen, den wir hier in dieser Gruppe wirklich nicht geben können? Ja, ich hatte erst gedacht, dass ich vielleicht Kontakt zum Wolfgang aufnehme, da ich ihn doch sehr kompetent ansehe und ob er dazu irgendwas sagen kann, ob er, wie du, ich wusste das nicht, was du gerade erzählt hast, dass er also auch solche Erscheinungen schon hatte. Und ich habe das jetzt nicht gesagt oder euch erzählt, weil ich mich da hervortun möchte, also ganz bestimmt nicht. Wenn du das für richtig und notwendig erachtest, dann schneide das bitte raus, ja. Das muss also... Ja, alles gut, ich bin entspannt. Ich habe nur dazu jetzt gesagt, was ich so denke, weil ich mir denke, aha, das ist jetzt wirklich eine besondere Situation. Ich möchte auch nichts weghaben. Nach dem Motto, nee, das ist mir zu kompliziert, damit können wir nicht umgehen, aber man kann ja versuchen, mit dem, was auftritt, auch umzugehen, ja, und dem Raum zu geben. Aber ich glaube, ich wollte mir sagen und euch, die das hören, man auch ein bisschen achtsam sein soll mit Reaktionen darauf. Ja? Mhm. Und ich habe durchaus bei anderen Menschen, die ich kenne, die auch anthroposophisch tätig sind, mitbekommen, dass mal so wie Krisen aufgetreten waren, die auch schwer waren, wo die Personen auch hilflos waren und deren Lösungsansätze waren ganz individuell. Da gibt's nichts Pauschales eigentlich auch. Und vielleicht nochmal ein, zwei Schritte zurück. Wir waren ja auch dabei zu sagen, dass in diesem Kreis etwas Besonderes passiert oder passieren kann, dass man jetzt durchs bloße Lesen von Anthroposophie, von Theosophie des Rosenkreuzers womöglich ja Empfindungen, Ideen hat oder Träume oder so. Und jetzt eine Ich-Botschaft. Mir geht so, dass ich mir manchmal denke, ja, ist das jetzt was Besonderes, was wir hier lesen? Da denke ich mir, ach, es geht so. Da habe ich schon mal dies ein oder andere gelesen, der Anthroposophie, das fand ich dann erstmal so wie aufregender. Aber was ist es für mich jetzt in diesem Kreis? Für mich ist es so, dass wir das relativ gemütlich angehen, also stressfrei. Wir schaffen einen Raum, wo man sich wohlfühlen kann. Ich fühle mich wohl. Ich finde, das fühlt sich familiär an, das fühlt sich gut an. Und ich vermute mal, dass wir auch eine gewisse Resonanz damit erzeugen. Ja, weil man eben achtsam ist, weil man jetzt nicht herumquatscht oder so, weil man ja was den anderen aussprechen lässt. Und dadurch hat es ja einen Raum und für einen Augenblick hat es dann auch eine Resonanz. Und mir geht es zum Beispiel so, dass wenn wir dann uns verabschieden nach so einem Mittwochabend, dann wirkt das auch schon mal nach, die Tage wirkt das schon mal nach bei mir. Oder einige Tage zuvor merke ich, ach, da kommt wieder so eine Vorfreude nach dem Motto, das wird gut, ich freue mich, dass wir das teilen. Und das scheint was Besonderes zu sein, dass wenn man es nicht alleine liest, sondern wenn man das so gemeinsam
gut. Da könnte ich mir vorstellen, das wäre jetzt eine Arbeitshypothese, ist das auch nochmal auf anderen Ebenen was tut und womöglich dem, der sich beteiligt, also mir und euch, auch womöglich Ebenen öffnen kann. Das ist eine Arbeitshypothese. Das hätte ich jetzt auch gesagt, bevor die Christel ihres gesagt hätte. Ich wollte noch mal so ein bisschen ergründen, was es hier eigentlich ist, was wir hier tun, was hier womöglich passiert. Und das wäre dann vielleicht jetzt für mich schlussfolgernd auch diese neue Ebene, die sich dadurch für jeden von uns eröffnet, wo aber unser Raum vielleicht dafür tatsächlich nicht ganz ausreicht. Kann man das so vielleicht, würdest du es auch so formulieren oder so sehen? Ich? Ja. Also, mir kam eben noch mal eins. Hätte ich jetzt beinahe vergessen zu sagen. Da hatte ich mit Susanne mal intensiver gesprochen vor diesem Format. Da ging es um das Thema Meditation. Susanne, du erinnerst dich vielleicht noch, ne? Da hatten wir gesagt, ja, das wäre toll, dass wir nicht nur Nebenübungen machen, sondern auch Meditation, weil Meditation ist in und viele berichten, dass sie, also ich habe eine Freundin, die sagt, ja, Nebenübung war gut, aber jetzt mache ich Meditation und das boostet viel mehr, da merke ich viel mehr. Und dann meinte ich ja, Nebenübung, ja, ach, nee, die mache ich jetzt nicht. Aber gut zu wissen, dass es sie gibt. Und der Gedanke, der mir eben kam, ist, dass was auch immer geschieht und was auch immer mir passieren könnte, vielleicht passiert mir irgendwann mal was Ähnliches wie dir, Christel. Ich glaube aber, das sage ich mir jetzt selbst, ja, dass es gut ist, treu weiter seine Übungen zu machen für sich. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. So. Und was anderes möchte ich auch sagen, ich glaube, wir haben es hier mit Dingen zu tun oder angrenzenden Schichten, also vom physischen, sinnlichen hin zu seelisch-geistigen Sachen, das kann im Traum losgehen oder sonstigen Erscheinungen, das sind ganz feine Dinge und die können es echt in sich haben. Und insofern ist der Raum, den man so schafft, hier auch nicht ohne. Einfach mal so. Und ich glaube, dass das mit den Nebenübungen da schon eine ganz, ganz gute Basis ist immer wieder. Also nicht die Lösung für alles, ne? Sondern nur eine gute Basis. Also eigentlich gehört doch dann zu dem, was wir machen, ist doch egal, ob wir es jetzt in der Gruppe machen oder das vielleicht verstärkt, eine ganze Menge Mut dazu, dass man den Weg in die Bewusstseinsseele gehen will, weil wir gehen ja noch auf ganz wackeligen Stelzen, also das Alte, was es ja auch seit Corona gar nicht mehr gibt, was ja auch weg ist. Und wir gehen in so diese neue Zeit, wo die Menschen ja auch mal jetzt wissen wollen, was ist überhaupt die bedingungslose Liebe. Und ich erfahre das in den Gruppen oder zu zweit, also so nach dem Motto, wenn zwei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter euch. Das empfinde ich so stark. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich genau das Gegenteil zu dem, was wir gerade hier mit dem Kriegerischen in der Gruppe gelesen haben. Nur wir sind noch ganz jung. Naja, und dann gibt es natürlich schon mal Abwege oder Irrwege. Aber ich finde es immer gut, wenn man wieder zurückkommt und ja, jeder auch seine persönlichen Erfahrungen, Erlebnisse. Ich glaube, die hat der Leser draußen wahrscheinlich auch. Wir nehmen ja alle mit irgendwie. Apropos, wir hatten die Tage, letzte Woche einen Kommentar, der mich sehr positiv bewegt hatte. Das war jemand, der sagt, ah ja, dieses Format, also was wir hier tun, es würde ihm gut gefallen, weil wir würden ja nichts Fertiges präsentieren, sondern wir erarbeiten uns das. Genau. Ja. Das finde ich auch tatsächlich besonders,
Weil an anthroposophischen Fachbeiträgen, sage ich mal, mangelt es ja nicht gerade im Internet, ja. Oder man kann ja auch zum Zweig gehen oder sonst wo. Es wird immer Leute geben, die ganz schlau reden, wo du sagst, boah, ist der toll oder ist die toll, Wahnsinn. Nur die Frage ist, was veranlagt das denn wirklich? Ist das, geht das über eine Unterhaltung hinaus oder so? Und das finde ich so schön hier, dass wir es einfach versuchen. Es ist ja keine Inszenierung, was wir machen. Es ist ja nicht so, dass wir uns super vorbereiten und überlegen, was sagt man denn jetzt Cooles und wie steht man gut da, sondern es ist einfach Begegnung unter normalen Leuten und der Versuch zu verstehen. Und das hat, glaube ich, hat eine gewisse Würze, so scheint es mir. Und das wurde in dem Kommentar, finde ich, ganz schön reflektiert. Wir sind keine fertige Rolle, wir haben kein Drehbuch. Wir lassen das den Raum für das, was dazwischen ist, auch noch. Darum geht es ja, oder? Das ist die magische Wirkung der Ich-Botschaften. Ich finde das ein ganz großes Kompliment von diesem Kommentierenden. Weil, wenn man davon ausgeht, dass es so etwas wie den Geistorganismus gibt, dann, und wenn man dann wirklich konzentriert einen Text gemeinsam liest, dann entstehen ja Fragen von alleine. Also das, da komme ich immer wieder drauf, wenn man sich zusammen mit sowas beschäftigt, kommen dann Fragen auf, die auf einmal da sind, und ich habe dann das Gefühl, die kommen wirklich in den Raum. Also die habe jetzt nicht ich alleine, sondern die steht da und wir unterhalten uns über etwas, was wir, wo wir alle drauf zugreifen können. Und es ist einfach da, so wie eine Wolke oder so. Das ist immer wieder sehr spannend, wenn man sich gemeinsam mit mehreren Menschen mit solchen Texten wirklich auseinandersetzt. Was da aufbricht oder aufkommt. Das ist sehr spannend. Ja, und irgendwie sieht man 7 Leute hier. Aber eigentlich sind wir, wenn wir die geistige Welt dazu nehmen, noch Tausende mehr, die wir gerade hier nicht sehen, aber alle dabei sind. Ne? Ja. Das Wort Geistorganismus habe ich auch gerade für mich entwickelt, lustigerweise heute. Ja. Aber ist das nicht schön, das, was Wolfgang immer sagt, man selbst aus dem, was schon da ist, dass man daraus für sich selbst etwas Neues gestaltet, etwas anderes, dass daraus etwas anderes wird. Und selbst wenn es nur eine Klärung von Fragen ist, ja, die man sich stellt. Ich finde, dass wir schöpfen schon, wir gestalten schon, und das finde ich so wertvoll. Können wir in die Urlaubspause gehen? Habe ich das so richtig analysiert? Ja, genau. Also wir hatten gesagt, dass wir 4 bis 5 Wochen jetzt pausieren werden, also weil verschiedene Urlaube anstehen. Ja. Haben wir jetzt ein konkretes Datum uns ausgemacht oder ist das 28. noch? 28. August habe ich mir notiert. Ah, okay, doch, 28. Ja, genau. Also das heißt, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ist es ein Mittwoch? Das heißt, am 28. würden wir dann zusammenkommen? Okay. Mhm. Ich muss gucken, ob ich dann wirklich da bin, aber lassen wir es erstmal so stehen. Okay. Wir verabschieden uns in dem Sinne, oder? Ja. Ja, die kleinen Aufgaben, die wir immer haben. Wie machen wir das? Soll ich das machen mit den Zeitstempeln? Wenn es vielleicht mal fragen, ob jemand anderes es noch machen würde? Das will wer anderer. Ja. Wer reißt sich darum? Wer reißt sich nicht drum, macht es trotzdem? Doch, ich mache es gern. Die Zeitstempel mache ich gern. Gut. Okay. Sollen wir überhaupt eine Wiederholung jetzt organisieren oder sollen wir keine machen wegen der langen Pause? Nee, ich würde jetzt keine machen.
würde ich auch sagen. Keine Wiederholung. Ja. Okay, gut. Ich danke euch allen. Ich wünsche euch allen eine schöne Pause. Viel Freude bei allem, was ihr macht. Und ich freue mich dann auf Ende August, wenn wir uns wiedersehen. Bleibt tapfer. Ja, und danke. Danke euch. Sorry. Einen schönen Sommer mit vielen Begegnungen danke. Und Erlebnissen. Vielleicht mache ich die Zusammenfassung, damit man nicht alles vergessen hat. Dankeschön. An Liebe für euch. Bis dann. Tschüss. Ciao.